Liebe Unterstützer, ergänzend zu meinem gestrigen Beitrag möchte ich euch nun einen von AfD-TV zur Verfügung stellen, in dem Alice Weidel von der AfD sich zur syrischen Großfamilie äußert, die vor lauter Lachen über Angela Merkels Nimm dir was du brauchst Einladung nicht mehr in den Schlaf kommt. Den Link zu AfD-TV findet ihr zudem in der Videobeschreibung. Ein ganz normaler Tag einer syrischen Flüchtlingsfamilie. Nach wie vor sorgt ein von Spiegel TV gesendeter Beitrag für Aufregung, in dem eine in Pinneberg lebende syrische Großfamilie vorgestellt wird. Und das ist auch kein Wunder angesichts der Tatsache, dass wir hier nur einen kurzen Blick auf die Spitze des Eisberges erhaschen konnten. Hier gibt es ja Unterstützung. Sie geben uns Sozialleistungen. Sie geben uns dieses Haus. Wie viel bekommen Sie im Monat? Weiß ich nicht. Das Geld wird überwiesen. Und ich gehe zur Bank und hebe es ab. Asylbewerber werden in Deutschland derart mit Leistungen zugeworfen, dass sie im Gegensatz zu deutschen Arbeitnehmern praktisch sorgenfrei in den Tag leben. In diesem Beispiel mit gleich 2 von 3 Ehefrauen und 6 Kindern, während das 7. Kind bereits unterwegs ist und die Heirat einer 4. Frau schon im Raum steht. Das kann gerne auch eine Deutsche sein, nur zum Islam wird sie konvertieren und das Scharia-Recht akzeptieren müssen. Da die Scharia in Deutschland scheinbar bereits alle geltenden Gesetze aufzuheben scheint, steht sicher auch einer Ehe mit einer weiteren Minderjährigen nichts im Wege. Lina, hier rechts, ist Ahmads zweite Frau. Sie war 13, als er sie heiratete. Weil das Geld für eine gemeinsame Weiterfahrt nicht reichte, musste Betul, die mit 14 heiratete, hochschwanger in Athen zurückbleiben. Der deutsche Steuerzahler ist es, der diesen Wahnsinn finanziert. Das sind Sie. Denn arbeiten will das Familienoberhaupt nicht, sondern sich lieber um die Kinder kümmern. Der Analphabet schaffte es aber immerhin, die deutsche Justiz zu seinen Gunsten zu nutzen. Er erstritt sich die Familienzusammenführung und den Schutzstatus für die gesamte Familie. Die liegt nun 3 Jahre lang bequem in der sozialen Hängematte Deutschlands. Während Sie dafür jeden Tag arbeiten gehen müssen und sich in Grund und Boden an Steuern und Sozialabgaben zahlen. Offenbar hatte Ahmed auf Familienzusammenführung geklagt und Recht bekommen. Der Richter sagte mir, wir helfen dir, deine Frau hierher zu holen. Denn wir wissen, sie sind Muslim und dürfen 1, 2, 3 oder 4 Frauen heiraten. Mittlerweile hat die Familie einen Flüchtlingsstatus. Eingeklagt per Gerichtsentscheid. Gültig für 3 Jahre. Damit könnte Ahmed auch arbeiten gehen oder zumindest einen Deutschkurs belegen. Der Analphabet will aber lieber bei den Kindern sein. Nach Scharia-Recht dürfen natürlich auch die Frauen nicht arbeiten. Und das akzeptiert der deutsche Staat als Selbstverständlichkeit. Ein muslimischer Analphabet mit seinem Harem, für unseren Staat kein Problem, obwohl die Vielehe hierzulande verboten ist. Merkel, Mama Merkel. Ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei Mama Merkel. Wenigstens zeigt man sich dankbar, vor allem Mama Merkel gegenüber, die so viel Gutes für die zu bieten hat, die noch nicht so lange hier leben. Ich kann diese Zustände ehrlich gesagt nicht mehr ertragen. Und ich werde mich im Bundestag auch weiterhin dafür einsetzen, dass Recht und Ordnung wiederhergestellt werden. Hier ist das Schlafzimmer für mich und für meine Frauen. Schlafen Sie hier zu dritt? Nein, nacheinander.